willkommen. Samstagnachmittag in Hamburg, 16.15 Uhr. Und wir sind wieder da mit der etwas ganz besonderen Kochschule. Und an meiner Seite einer der berühmtesten deutschen Entertainer, ein Schlagersänger und Moderator. Ja, Schlagersänger, ich habe hier gelesen über dich, ich weiß alles. Sag mal, das war doch immer noch vor dem Krieg, hör mal. Das ist ja, nein, vor welchem Krieg? Ewig lange her. Vom Zweiten Großen Krieg. Hast du mal gesungen? Ne? Ja, ich hab auch viel verkauft. Das weiß ich. Mein Auto, ich meine Stereoanlage. Nein, aber tatsächlich werden wir natürlich kochen zusammen. Ja. Und zwar wird der Hugo machen, ich bin ganz begeistert, wir haben es geprobt, eine weiße Schokoladenmousse mit Himbeersoße. Das ganze Geschichte in einem Glas. Das Schöne übrigens, er macht es zum ersten Mal heute. Ja, und auch zum letzten Mal wahrscheinlich. Ja. Und ich werde auf meiner Seite wieder etwas sehr Bodenständiges kochen, und zwar Schweinemedaillons mit gebratenen Birnen, mit einer Holundersahne dazu. Und den Rest habe ich vergessen. Doch, Porree mache ich auch noch. Aber ich koche natürlich. Dankeschön. Aber wir kochen nicht allein auf unserer Seite, sondern wir haben wieder den Gott der Lebensmittel auf der anderen Seite, den Menschen, der mit Gemüse spricht, nicht nur mit den Tieren, der das Rindfleisch massiert bis zum Tod in seiner Pfanne. Ja. Johann Nachbar! Und natürlich koche ich auch nicht alleine heute, sondern ich koche hier mit Anja Schütte, der berühmten Schauspielerin. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Liebe Anja, der Horst erzählt immer viel, wir kochen. Und zwar, wir kochen eine Gelbschwarzmakrele in Öl gegart. Fisch ist immer gut. Dazu ein Größel von Blutwurst mit einer Senfsoße. Und du wirst machen Taleccio-Kartoffel überbacken. Und dazu gibt es noch einen Kräuterquark. I try my very best. Ja, genau. Johann, Entschuldigung, ganz kurz nur wegen der Makrele. Wieso machst du eine Gelbschwanzmakrele? Kannst du nicht mal so eine normale Makrele machen? Aber das ist Sterneküche, weil es eine adelige Makrele macht. Ja, genau. Was? Darf ich dich erst mal begrüßen? Entschuldigung, ja. Wir begrüßen uns ja eigentlich erst, Johann. Es wird ein Traum werden. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Du mit dieser bildhübschen Dame an deiner Seite, mit der Gelbschwanzmakrele dabei. Was tauschen wir? Ich? Bitte? Willst du tauschen? Ich gehe gerne zum Hugo. Nee, ich habe meinen Hugo jetzt so lieb gewonnen. Guck mal da. Guck mal hier, wie ich das mache. Der ist schon richtig schön am Arbeiten. Sag mal, die haben übrigens Haare, ne? Was? Ja, das sind noch männliche Himbeeren. Ach so. Okay. Die müssen wir noch rasieren gleich. Alles klar. Guck mal, reicht das so oder muss hier noch mehr rein? Tu ruhig noch was mehr rein, weil man weiß ja nie, wer noch alles probieren will. Hast du recht. Ja, ich versuch's. So, Johann, ich habe übrigens, weil wir heute wieder mixen müssen, mir etwas aus deinem Teil unseres gemeinsamen Hotelzimmers geholt. Was schon wieder? Ja, die Hände waschen. Nee, irgendwie hier so ein... Kann nimm dir so einfach ein Tuch. Genau, ja. Und zwar habe ich deinen Luststab genommen. Was ist dein Luststab? Den brauche ich jetzt. Ah nee, der heißt Zauberstab. Zauberstab heißt der. Was ist dein Luststab? Aber nachdem ich den eben ausprobiert habe... Kenne ich jetzt auch das Geräusch, wenn ich nachts einschlafe. Nachdem du den ausprobiert hast, ist nichts mehr dran, oder wie? Ja, der ist klasse. Du. Falls sich jemand daran erinnert, in einer der letzten Sendungen hat Johann ja mal dieses traumhafte Gerät hier geliehen. Da habe ich dann Pfirsiche drin püriert. Ja, und dann? Und er hat mir erklärt, wie ich es aufmachen muss. Und zwar, indem ich das Glas abschraube. Das war sehr spannend, weil ich hatte danach alle Pfirsiche quer in der Küche liegen. Und ich habe dann beim Saubermachen gemerkt, dass ich es nur hätte hochheben müssen. Ja, also danke, ja, Johann, ich gebe dir wieder zurück dann. Horst. Geiles Gerät. Du lernst auch dazu. Ich neige auch dazu. Du lernst auch dazu. Achso, ich lerne, ja. Aber ich muss jetzt mit dieser Lustgrotte muss ich jetzt hier rein. Stimmt das? Ja. Okay. Macht man die erst an, wenn man drin ist, oder macht man die schon vorher an? Gute Frage. Was ist besser? Wir probieren beides. Mach mal an und geh rein. Gut, geh erst rein und mach dann an. Ich wusste es. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das Zeug so widerspenstig ist. Weißt du, was du da machst? Das sieht ja ekelhaft aus. Was machst du? Ich püriere. Du pürierst. Sehr schön. Ich schneide hier übrigens aus diesem wunderbaren Schweinefilet schöne Medaillons, werde sie leicht anwürzen und die kommen dann gleich zusammen mit diesen leckeren Birnen mit ein wenig Butterschmalz in die Pfanne zum Anbraten mit frischem Rosmarin und dann kommt ein Messerspitzchen Butter oben drauf und dann lasse ich das Ganze bei kleiner Temperatur an der Seite schön gar ziehen. Parallel dazu werde ich dann anfangen... Ist das heute alles an Butter, was du brauchst?
Sag mal, bist du krank oder was? Sag mal, ach so, ich glaube, nein, pass auf. Ja. Pass auf, pass auf. Pass auf. Nein, die haben die Seiten heute verdauscht. Guck mal, so, genau. Das kam mir jetzt auch ziemlich blöd vor. Oh, ich denke, ist das fertig? Das ist wunderschön. Ja, so. Das lassen wir so. Das lassen das wir so. Das will ich jetzt abwaschen. Das ist aber eine Doktorarbeit hier, ne? Ja, das macht nichts. Mein lieber Scholli. Das ist übrigens. So. Anja. Das war der falsche. Guck mal, Jana hier macht hier Dalecio-Kartoffeln. Das heißt, wir haben hier Bellkartoffeln. Ich will dir das zeigen, bevor ich unsere Frühstücksration zeige, für ein halbes Brötchen. Was? An Butter. Ja, gleich, warten wir mal gleich. Wie lecker das ist. Und zwar Brötchen schmieren und dann Bellkartoffeln halbieren, geschält, natürlich nicht zu weich gekocht. Und dann schnicht man die mit dem Löffel aus in der Mitte. Oder man nimmt so einen Ausstecher, so einen Barisen-Löffel hier, kann man auch nehmen, so einen Kugelausstecher. Also ich finde, mit dem großen geht's besser. Johann, ja. Was sind Paletsch-Kartoffeln? Dalecio-Kartoffeln, das ist ein Käse aus Italien, Dalecio. Warte, ich lasse ihn mal probieren. Kennst du den Käse? Ein wunderbarer Käse. Kartoffeln oder Käse jetzt? Käse, guck mal, probier. Käse. Dalecio. Ja, was? Oh, was war das für ein Tier, Johann? Was das ist aber nicht von der Kuh, ne? Ja, doch. Nein! Wieso? Hugo, komm, riech mal da dran, dann kriegst du wieder schwarze Haare. Dalecio-Käse. Boah! Sag mal. Ja. Ein guter Käse muss einen guten Geruch haben, Mensch. Ja, warum hat er keinen? Ein guter Koch übrigens auch. Johann riecht bedeutend besser als sein Käse. Das ja, genau. Der Käse ist schon lange tot. So, also wir haben jetzt hier die Kartoffeln, die wir mal aushöhlen. Und ich mache hier schon mal für die Gelbschwanzmakrele einen Ansatz zum Garen. Und das ist jetzt gleich etwas ganz Neues für die Zuschauer. Und zwar, ich nehme sehr viel Olivenöl, Gänseschmalz und Butterschmalz. Und gebe das alles hier in einem großen Gefäß mit Thymian, Knoblauch, Rosmarin, Thymian und Schalotten. Und dann werden wir nachher diese Gelbschwanzmakrele, die habe ich jetzt hier daneben, die zeige ich euch mal jetzt mal. Sieht so aus, das ist ein wunderbarer Fisch. Guck mal. So, und diesen Fisch garen wir nachher im schwimmenden Olivenöl. Und ihr werdet hier sehen, das ist ein ganz saftiger Fisch. Das ist eine ganz tolle Methode. Allerdings darf das Öl nur 72 Grad heiß sein. Nicht wie heißer. Ist das denn, Johann? Thermometer. Komm her, Thermometer bei einhalten. 73 Grad passiert was? Nee, ist ungefähr 72. Da wird der Fisch wieder lebendig, weißt du nicht. Wird der wieder belebt? Ja, das Thermometer halten wir hier rein. Schalte ich mal ein. Das Saus können wir erst ein später garen. Auf jeden Fall super, super Technik. Und den Knoblauch, Johann, den hast du aber doch schön geschnitten für da rein, nicht? Sicher, immer schneide ich Knoblauch. Ja. Knoblauch schneidet man immer, Horst, weiß es immer noch nicht. Man kriegt es langsam hin. Ja, genau. Also, weil so, als ich hier nach Hamburg bin und im Flieger saß, eine Stunde Verspätung, saß neben mir ein Mann, kein Wort gesprochen. Ich habe gesagt, kann ich bitte die Zeitung haben? Sagte, ja, bitteschön. Und als ich dann ausgestiegen bin, Kein Wort. Als ich ausgeschickt bin, mich erhebe vom Sitz, sagt er, übrigens, Herr Laaf, eins wollte ich nur sagen, Knoblauch nicht pressen, sondern schneiden. Ich denke mal, der hat dann, das ist der Wahnsinn. Ja, siehste, mich haben sie schon gefragt, ob wir wirklich ein Zimmer haben. Ich? Ja. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Johann hat eins und ich schlafe nur da. Kommst du mit der Sahne klar? Guck mal, ist das schon okay? Reicht, noch ein bisschen mehr. Ein Hauch noch mehr. Ich mir, ne? Ja, weil der Hugo hat eine ganz schwierige Aufgabe. Er muss Sahne halb festschlagen. Und wann fängt halb fest an? Auch den Zustand kenne ich jetzt schon seit Jahren. Keine Probleme. Nee. Hab ich jetzt nicht gehört. Was hast du gesagt? Was denn? Er muss Sahne halb festschlagen, Johann. Ja. Was heißt das? Halb hart. Halb hart. Ja, ist klar. Hab ich gesagt, den Zustand kenne ich schon seit Jahren. Kennst du doch auch. Ist doch ja. Ach, kennst du Johann auch? Natürlich. Ach so. Wie lange bist du? Genau, Tomaten schneiden, weil ich komme am Blech. Guck mal, jetzt kommt es aber hier. Okay. So ist super. Wollen wir es so lassen? So lassen wir es auf jeden Fall. Magst du mal die Kamera zeigen, damit man zu Hause sieht, was halb hart ist? Obwohl das werden ja sehr viele kennen. Ja, eben. Halb hart. Gut, den mache ich jetzt sauber und dann ist gut. Weißt du, was ich mag? Was denn? Dass du alles sauber machst. Ich mache alles sauber. Du bist Wahnsinn. Ich mache auch bei mir alles sauber. Hugo. Ja, immer. Und du kannst nicht kochen, sagst du? Hugo ist ein Ästhet. Ich kann nicht kochen, aber sauber machen kann ich sehr gut. Weißt du? Ja. Ich werde dich jetzt häufiger holen. Das ist bei mir umgekehrt. Dann müsstest du mal zu mir kommen. Ich gebe nicht mehr ab. Den behalte ich jetzt. So. Aber wenn du das Gegenteil bist, liebe Anja, wie sieht das denn dann bei dir aus? Ja. Nur mal so informationshalber. Das heißt, du gehst in die Küche und, machst so richtig Sauerei.
Ja, ein bisschen Sauerei muss sein. Bei mir muss das auch vor allem sehr schnell gehen. Schnell muss es bei dir gehen. Und beim Kochen? Ja, auch. Prost. Entschuldige, bitte. Wie heißt die Sendung nochmal? Die Sendung heißt immer noch Schlafer, Lichter, Lecker. Ja, die Sendung, also, ja. Mit Johann und Oswald Kolle. Ja. Also, hast du irgendwo liegen, oder? Nee. Also, doch, hier. Ja? Hier kannst du auch, wir haben Spaß. Dankeschön. So. Ich habe übrigens was gelernt, dieses wunderbare Olivenöl, welches ein Traum ist. Ja, sage nichts Falsches. In diesen traumhaften Flaschen. Man kann das übrigens auch sprühen, habe ich gehört. Ja. Warte mal. Komm, jetzt mach keinen Scheiß. Nein, ich zeig mal, Johann. Muss ich erst was rausziehen? Nee. Du bist so ein Blödmann, das gibt's nicht. Nein, zeig mal, dann mach doch mal. Du bist so deppert. Jetzt spritz mal. Kommt ach, doch, da kommt's. Hier. Soll ich das wieder in den Kühlschrank tun? Ja, bitte, danke schön. Weil Johann schraubt das immer ab, da geht's schneller. Aber es ist eine praktische Erfindung. Boah, wie kriegt man das denn wieder rein? So. So, guck mal, Horst. Hier, ja, mein Fett hat jetzt 60 Grad. Ja? 60 Grad? Jetzt leg ich den Fisch da rein. Guck mal, hier, Gelbschatz. Das hat 12 Grad zu kalt. Du wolltest 72 haben. Ja, die kommen nachher. Wird schon heiß. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elch. Jetzt wird wieder heißer. Guck mal, jetzt schwimmt der Fisch in absolut Kräuteröl. Guck mal, Hugo, der setzt den Fisch wieder zusammen, aber falsch rum. Ja, ja. Guck mal. Das guck mal. Hopsa. Ja, ja. Jetzt ist die andere reingefallen. Der Meter da vorne. Zwei sind falsch rum, Johann. Machen wir noch bitte Salz rein. Das ist der Bauchlappen zur anderen Seite. Das sieht mir ganz komisch aus. So, nicht zu heiß, wenn darf es da. Salz rein, schön. Gewürzsalz. Sag mal, ich bin jetzt fertig. Was soll ich denn jetzt machen? Nein, du bist nicht fertig. Soll ich dich ein Stück tragen, oder? Nein, du bist ja nicht fertig. Ja, super. Ach, ich muss ja irgendwas runterrühren. Genau. So, also, nochmal kurz den Fisch zusammenfassend. Öl, Gänseschmalz und Butterschmalz erhitzen mit Thymian, Rosmarin, Knoblauch, mit etwas Rosmarin, dann Meersalz rein, die Gelbschwanzmakrele rein, 72 Grad und so den Fisch jetzt ganz langsam garen, damit der Fisch schön saftig wird. Jetzt haben wir 64 Grad, ich muss da aufpassen jetzt. Was? Johann? Ja, bitte. Ich meine dein Gericht. Ja. Ich habe mir das Rezept ja schon heimlich kopiert. Und? Ich finde es genial, aber was mache ich und meine Gäste, die so einen Topf nicht haben? Du kannst einen ganz normalen kleinen Topf nehmen und reinlegen. Genau und die Temperatur? Mit dem Fieberthermometer und dann zwei Stück, damit ich die... Ja, man muss ja zwei Fieber, sonst auf, da ist ja nicht genug Grad drauf. Wenn du 36 mal 2 nimmst, wenn du den Thermometer zweimal reinlässt, hast du 72 Grad. Ja. So, dazu machen wir eine schöne Senfsoße. Ich habe hier vorne Kartoffeln angeschwitzt. Ah, die brauchen noch ein bisschen Knoblauch. Ja, leider. Und mit Brühe aufgegossen. Das lassen wir jetzt erstmal einkochen, da kommt später noch dazu. Der Pommery-Senf, Schnittlauch und Schalotten kommen auch noch rein. Ja, genau. Die Sahne dabei. So, es gibt eine schöne Soße und dazu machen wir dann Blutwurst. Die habe ich hier vorne. Hugo, magst du Blutwurst? Was mag ich? Blutwurst? Blutwurst, ja. Ja. So, also schön geräuchert, trockene Blutwurst. Ich schneide jetzt noch in Würfel. Nimmst du eine Hälfte davon raus? Dann Himmel und Erde. Ja, aber Fisch. Wir machen jetzt Fisch mit Blutwurst. Dann füllen wir schon langsam den Fisch. Aber das muss. Also erst das. Ja. So, als erstes gleich die Schokolade, sobald sie flüssig ist, in die große Schüssel. Jawohl. Dann kommt dieser wunderbare Fruchtjoghurt. Natürlich. Dann kommt die halbgeschlagene Sahne dazu, das Ganze umrühren. Ja. Dann nehmen wir ein Drittel davon wieder raus hier rein. Ja. Dann kommt dazu diese Himbeercreme. Ja. Dann rühren wir das um. Ja. Und dann werden wir anfangen zu befüllen den Gläsern. Und zwar schön schichtweise. 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 Ja. Das heißt unten. Du kannst aber anfangen, wie du willst. Ne? So, also entweder das Rote unten, dann Weiß, dann Rot, dann ach Weiß, so. Dann Rot, dann Weiß. Ja, gut, okay, du kannst aber auch mit Weiß, Rot. Kann ich auch. Ja, kannst du auch. Ja, gut. Johann, machst du Schokolade anders flüssig? Viel zu heiß, die geht ja kaputt, die Schokolade. Nee, eben war es zu kalt. Wir haben ja gerade es heiß gemacht. Genau. Weißt du, warum, was da ist? Was ist wenn da, Wenn da ein Tropfen Wasser reinkommt, wird die komplett hart. Ja, da war noch kein Wasser drin. Doch, ich glaube schon. Guck mal, jetzt schon. Ja, das wird jetzt gerade reingetan. Nein, die ist komplett hart hier. Ja, warum ist die hart? Hätte ich vorher das Papier abmachen müssen. Nein. Nein. Pass auf, hast du einen Löffel da? Ich habe einen Löffel da. Also wenn du Wasser reinbekommst in Weißschokolade, das ist ja Kakaofett. Ja, ja. Das ist hier, wenn das so heiß wird, gerinnt die Schokolade. Schau her, die ist komplett bröckelig hier.
Es gibt nachher Bröckelmus. Bröckelmus. Finden wir neu. Wir wollten ja auch ein Stück haben. Wir wollten ja ein bisschen Biss haben. Natürlich, ne? Natürlich. Ich dürfte die Schokolade nie zu heiß machen. Also man löst sie eigentlich nur so unter 50 Grad auf. Nur schmelzen. Die stand die ganze Zeit auf 1 und dann war die eine Seite hart. Und dann habe ich mir gedacht, mach's mal kurz heiß. Nee, also das kann ich dir nicht versprechen, ob das was wird. Doch, wird schon. Sollen wir da ein bisschen Sahne unterrühren? Nein, jetzt lass kommt mal. Ja gleich mal runter, jetzt stellst du mal da vorne hin. Ja. Und übrigens, dein Fett raucht hier. Ach so. Das wird schon klappen. Meinst du, das geht mit Butter zu retten, Johann? Wenn ich da ein bisschen Butter reintue? Hast du ja genug. So. Jetzt haben wir hier die Masse für die Taleccio-Kartoffel. Taleccio-Käse, die Kartoffel, Frühlingslauch, Tomaten getrocknet, Salz und Pfeffer verrührt. Das hier? Ja, hier ist Teig. Anja, du sagst gar nichts. Ja, du was glaubst, das ist Schwerstarbeit hier. Ich bin ein bisschen schnass. Ich habe gehört, dass du eine sehr gute Köchin bist. Ich versuche es zumindest, ja. Woher hast du das gelernt? Von meiner lieben Mama. Ja? Ja. Und du hast einen Sohn, der ist, glaube ich, 12, ja? Der ist 16 schon. 16, ja, ja. Und da kochst du immer fleißig. Ja, wenn ich zu Hause bin, gibt es jeden Mittag, egal was, immer was anderes. Mal Fisch, mal Geflügel, mal ein Steak, mal Pasta, alles, was das Herz begehrt. Und wenn man auf Sylt lebt, gibt es natürlich viel Fisch, oder? Na klar, ja? Vom Feinsten. Vom Feinsten. Hast du schon mal Gelbschwarzmakrele gemacht? Ja, nee. Mach mal die Hälfte. Das ist heute das erste Mal. Ich wusste auch nicht, dass es diesen Fisch gibt. Ach so. Ich auch nicht. Nee. Johann hat den auch erfunden, der ist ganz frisch erfunden. Weil so eine Gelbschwanzmakrele. Was gibt's bei dir, Horst, in Köln für einen Fisch? Bei mir in Köln, halber Hahn. Aber bitte, erklär mal bitte den Nicht-Rheinländern, was ein halber Hahn ist. Ja? Gut, ich erkläre es den Nicht-Rheinländern. Ein halber Hahn hat natürlich überhaupt nichts mit Fisch zu tun. Der hat noch nicht mal mit einem Hähnchen zu tun, sondern es ist ein Röggelchen mit dick Käse obendrauf. Und dazu so ein lecker Bierchen. Davon kannst du 4 Stück hintereinander essen. Du. Ich habe übrigens gehört, du kannst, weil ich habe gerade so ein Interview mitbekommen drüben, das war sehr schön geführt. Du kannst übrigens gar nicht kochen. Überhaupt nicht. Gut. Und zu Hause kochst du viel? Gar nicht. Das ist sehr schön. Und in der Küche bist du viel mit... Auch nein. Nicht. Nein. Gut. Aber du hast schon mal halben falschen Hasen gemacht, ne? Ja, bei euch. War der lecker? Nein. Gut. Aber Horst, ja, bitte. Ich war dabei. Ja. Und ja. Damals muss ich sagen, das war, weißt du, auf den Punkt. Der halbe Hahn, nee, der halbe Hahn. Ja, der halbe Hase. Der falsche Hase, der war exakt fertig. Ehrlich jetzt. Ja. Ja. Exakt. Und deine Schokolade ist auch fertig hier. Ja. Guck mal, hier. Ja. Die ist durch das Auflösen so fest geworden, ich kann sie umdrehen. Ja. Ja. Ja, aber da musst du ja erst mal hinkriegen, Johann. Ja, genau. Ja, also Schokolade flüssig machen kann jeder im Wasser, aber ich krieg die hart im Wasser. Du, das hätte ich im Leben nicht geglaubt. Ja. Das ist mir auch noch nie passiert. Was machen wir jetzt? Haben wir irgendwie Mousse in der Dose, oder? Ich würde jetzt vielleicht lieber neue Schokolade haben oder ich würde gerne dunkle Schokolade haben, aber dann ist dann mit dem weißen Schokoladenmus nichts mehr, ne, Johann? Warte mal. Das sieht aber gut aus. So, warte mal gerade. Hat ein bisschen was von Püree, ne? Ja, hier. Schön. Lichter, ja. Nee, hör auf zum Telefonieren jetzt da. Doch, doch, das ist ganz wichtig. Bin ich da richtig bei Feinkost Albrecht? Ja. Komm mal her, hier, Horst, ich hab eine Idee. Schau her. Hier, du um Sieb passieren. Hier, guck mal, du um Sieb streichen. Ja, schönen guten Tag. Lichter am Apparat. Vom Herrn Nafer. Ja, hallo. Sie kennen mich? Das ist sehr schön. Ja, Sie haben mir gerade eben gesagt, Sie sind der Lichter. Ja, so, ja, stimmt. Ich bin von Lichter, aber lecker. Mein Gott. Ich hätte gerne weiße Schokolade. Können Sie mir die auf Rotenbaumchaussee reinbringen? Nein, wir bauen keine Schokolade habe ich hier nicht. Haben Sie nicht? Sie haben keine weiße Schokolade? Nein. Sie sind doch Feinkost Albrecht, oder nicht? Nee, Götter. Ach, Sie sind die Frau... Ach, oh, Gottes Willen, ja, da haben Sie ganz falsch da, angerufen. Ne? Ja. Ja. Sie haben eine Frage, nicht? Ja, ich hätte eine Frage. Fragen und Sie mich doch. Und zwar sagt meine Schwiegermutter immer, ich muss die Nudeln und den Reis immer mit kaltem Wasser abschrecken. Damit das ja, sonst wird das nichts. Und die Eier ebenfalls, sonst kann ich die nicht schälen. Stimmt das? Also mit dem kalt abschrecken gibt es verschiedene Varianten. Man sollte aber niemals nicht Nudeln kalt abschrecken. Auf gar keinen Fall. Danach nehmen die Nudeln keinen Geschmack mehr an. Weil dann verbindet sich außen die Stärke sofort und da können sie drüber schütten, was sie wollen. Dann haben sie im Prinzip nur Mehl mit Soße irgendwo im Mund. Das schmeckt nicht. Bei den Eiern habe ich es schon mal probiert. Ist zwar schmerzhaft, aber das geht. Da kann man sich... Johann, hast du noch was zum kalt abschrecken? Ich hole weiße Schokolade erstmal. Mit der Schokolade geht. Rühr sie einfach schön unter.
Mit Reis habe ich auch schon mal gehört, ist aber gleiche Sauerei, als wenn man das bei Nudeln macht. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist, wenn Sie zum Beispiel schöne Böhnchen kochen. Hast du, oder? Gemüse blanchieren, in Eiswasser abschrecken. Dadurch behalten Sie wunderbar Ihre Farbe und dann ist es so, wie es sein soll. Möchten Sie noch eine Kapazität der Küche hören? Also. Ja, möchten Sie? Das jetzt damit, oder wo dann bin ich gut bedient erstmal. Gut. Sie sind jetzt schon bedient. Ja, danke schön. Ja, Johann, ich hätte mir das die Dame sehr gerne. Das ist der gute Ausdruck. Ich bin schon mal gut bedient. Vielen Dank. Ja, ja. Was ist das denn so in deinem Sinne, was ich hier treibe? Schau mal her. Ja, sieht zwar ganz anders aus, wie ich mir das gedacht habe. Wie hast du denn gedacht? Nee. Das sieht doch gut aus, ne? Gut. Ja, ich bin einer der besten Rührer überhaupt. Ja. Das war wieder klumpig. Das klumpt ein bisschen, aber das macht ja nichts. Ja, das ist ja Schokoladenbiss. Hast du die Sahne auch schon drin? Die Sahne ist auch schon drin. Ja. Was kommt denn jetzt rein? Jetzt hacken wir noch ein bisschen Minze fein. Also bitte, den hacken wir? Ja. Wie klumpig ist es? Ein bisschen klumpig ist es, ne? Soll ich vielleicht mal hier mit ein bisschen? Johann, ich danke dir für die Schokolade. Wir können ja gleich schon ein bisschen mehr Weiße dazu tun. Anja, kommst du da drüben klar ohne Johann? Ja, du, höchste Konzentration. Das sieht gut aus. Gut. Ach so. Sieht gut aus. Guck mal hier. Guck mal. So, ich mach meinen Fisch. Das sieht aber toll aus. Also da hat der Johann ja was weg, ne? Aber das kann er. Wenn er nicht kann, aber das kann er. Das kann er wirklich. Ja. Magst du jetzt so ein bisschen hier von hier rein? Ich denke überhaupt nicht dran. Machst du gut. Warte mal. Die Hälfte, ja? Ja, in dem reibst du gleich so drüber. Und dann die Himbeermousse schön unterrühren. Himbeermousse komplett dazu, ja. So, jetzt muss ich mich mal kurzfristig konzentrieren hier. Der Johann hat mich heute so weit von rösig gemacht. Genau, ich. Entschuldige bitte, ich bin schon wieder ins Rheinländisch verfallen. Das heißt, verwirrt gemacht hat er mich. Ist das jetzt die Hälfte? Aber Gott sei Dank habe ich ein bisschen Butter bekommen. Ist schon mal ein Stück. So, das Schweinefilet brate ich jetzt bei relativ niedriger Temperatur von beiden Seiten an. Wenn es von beiden Seiten angebraten ist, kommen diese schönen Birnenspalten dazu und frischer Rosmarin. Und dann bei niedriger Temperatur langsam gar ziehen lassen. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen Butterchen oben drauf tun, die dann einzieht als Geschmacksstoff ins Fleisch rein. Muss man aber nicht, man kann auch Kräuterbutter nehmen, das geht auch. Und dann ist das Fleisch schon fast fertig und jetzt fange ich hier an, die Soße zu machen. Sag mal, das muss jetzt alles hier rein, bist du sicher? Ja, tu das. Ja, tu alles rein. So, ich würde gerne mal den Zuschauern zeigen, die Kartoffeln hier vorne. Das sind also jetzt die ausgekühlten Kartoffeln. Ich darf mal ganz kurz die Soße erklären, bevor du das machst. Ich habe ein klein wenig Butter ausgelassen. Ein Holundergelee kommt dazu. Johann, jetzt sage ich schon so selten was. Du lässt mich nie zu Wort kommen. Das ist unglaublich. Okay. Fülle das Ganze damit ein wenig Sahne und Milch auf, weil ich wollte die Sahne diesmal in einer Liaison zusammenkommen lassen. Ich glaube, waren beiden Sahne drin. Ne, man muss ja nicht wirklich dann Sahne nehmen, dafür Milch nehmen. Johann, was machst du jetzt? Zeig ich mal ganz kurz. Mein Söschen kann erst mal kochen. Und dann halte ich mal 4 Minuten im Mund. Mein Fisch hier vorne dauert. Das heißt, er wird ganz langsam gegart bei 72 Grad. Man sieht es hier, das Fett zieht nicht ein, sondern der Fisch zieht jetzt in dem Öl langsam gar. Sehen Sie das hier? Das wurzelt auch gar nicht. Nein, es wurzelt sich gar auch nicht wurzeln. Das sieht sehr schön aus. So, schön saftig garen, so, ganz langsam. Ja? Der ist nachher auch nicht fettig, der Fisch. Der ist wirklich schön saftig. Umdrehen und dann schön garen lassen. So. Und hier vorne sind jetzt die Kartoffeln, die sind da. Die Kartoffeln sind hier mit Käse nochmal, mit Gruyère-Käse bestreut, gefüllt mit dem Kartoffelpüree quasi, Tomaten. Macht nichts. Und jetzt schieben wir die Kartoffeln dann rein in den Backofen, in Umluft, so ungefähr 200 Grad. Damit sie schön gebacken werden. Ja? Ist auch schon um. Ach ja, ich muss nur mal hier ganz kurz aufpassen. Jetzt kommen die Schichten, ne? Genau, jetzt kommt das schöne Schichten. Ich muss hier mal ganz kurz abgeben. Aber ich habe ja nur Angst, dass das... Machen wir das Gröstel. Ich helfe dir jetzt. Das wird, glaube ich, ein Problem. Ja. Übrigens darf man Schichten nicht mit Schächten verwechseln. Das ist richtig. Weil Schächten ist eine ganz... Was ganz anderes. ...spannende Geschichte. Ja. So. Was übrigens... Ja, Johann? Gehört das dazu, oder ist das dein Wasser? Oder? Das ist dein Wasser. Ach, das ist irgendwie Blumen oder so. Was machst du jetzt mit der Schokolade? Ich komme jetzt sofort, ja.
Die wollte ich jetzt mal flüssig werden lassen. Siehst du mal den Unterschied. Wenn ich jetzt ganz langsam auflöse, nur im Wasserdampf, dann habe ich hier super schöne flüssige Schokolade. Schau her, so sieht es aus. So sah meine vorher auch aus. Und dann... Ja, einfach nur wenig Hitze. Dann hast du einen Tropfen Wasser reingetan. Ich habe dir vorher schon gesagt, Johann, kein Wasser an die Schokolade. Aber genau. So. Machst du schon den Kleiner Stern. Und wir machen jetzt die Kartoffeln. Ja, das wird jetzt spannend. Knoblauch hast du da in der Knoblauchschneidemaschine. Pass auf, wir stellen uns das jetzt mal vor, als wenn das geschichtet wäre. Das sieht ja schön, schön aus so. Ja? Ja. Offiziell schichten wir das. Das ist praktisch schon so gut wie geschichtet. Das ist geschichtet, ja. Also das ist Geschichte. Ja. Sagen wir mal lieber so. Und jetzt kommt hier noch was von dem, ne? Ja, wir gucken mal, ob das noch klappt. Das klappt. So ein bisschen noch. Ja. Pass auf, wir können das ja auch schön hier... Was? Ja, Johann? Sag mal, das sieht ja aus, wie schon mal gegessen. Nein. Er hat schon probiert, aber... Ja, aber guck mal hier. Lass Johann nicht dieses Glas nehmen. Moment. Sag mal, triffst jetzt, du nicht... Jetzt tupst er mich, triffst du nicht einmal, dieses große Loch, sag mal. Johann, ich bin da kräftigere Sachen gewohnt. Hast du gesehen, hat er mich geschubst? Ich hab's gesehen, Hast du gesehen? Ja. Aber ich darf dir dazu nichts sagen. Genau. Ja. Aber warte mal ab, ich mach die Gläser gleich so, dass man das nicht mehr erkennt. Man kann die wieder sauber machen. Ja. Ja. Nach dem Essen. Da muss noch ein bisschen was rein. Einfach dazu? Ja? Ja. Moment. So ist aber fein. Und jetzt so ist fein? Ja, und jetzt kommt noch was drauf hier. Ne? Genau. Warte, so. Dann tue ich das wieder weg. Wir machen jetzt hier ein Blutwurstgröstel. Wir haben jetzt hier Zwiebel, Blutwurst, Äpfelwürfel. Braten wir jetzt schön an hier in etwas Butterschmalz oder Olivenöl. Und geben dann dazu noch etwas Majoran, die Zitronenschale und frischen Frühlingslauch. Gibt dann jetzt einen Fisch dazu. Schön braten, ja? Ganz heiß. Was? Hier mit dem Gerät, was ich in der Hand habe. Das meine ich damit. Ach, bei mir sieht es aus so ein bisschen wie hier auf dem Schlachtfeld. Kannst alles nach hinten haben. Ja, kannst du da. Das machst du mal da weiter? Ich mach das halt. Und dann machen wir gleich die Gläser so, dass das schön aussieht. Meinst du? Das kriegen wir hin. Meinst du? Ja, sicher das. Ansonsten füllen wir mit Sahne auf, dann geht das schon. Dann sieht da keiner mehr. Ne? Weil das muss ja gar keiner wissen. Nee. So. Sagen wir auch keinem. Hugo, was denkst du eigentlich, wie viele Kalorien könnte das haben? Weil die Zuschauer werden ja jetzt schon denken, das hätte viele. Ne? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es mal ausgewogen, 3.400 pro Glas. Das ist gar nicht so viel, wie man glaubt. Ja. Was? Bitte? Dein Schweinefilet? Möchte ich jetzt wenden. Jetzt müsste man die Gläser, das kann ich ja mal machen, sauber machen. Ja. Warte, ich helfe dir jetzt, weil hier noch ein Trick dabei. So ein Papiertüchel. Wie wir das schöner hinkriegen. Ah ja, okay. Weil mit Papiertüchern, das hatte ich hier in der Sendung schon mal. Das geht nicht. Das war Bernd Stelter und das sah dann definitiv so aus, als wenn man das nicht gegessen hätte, sondern wiedergefunden. Das war eine ganz grausame Geschichte. So ich mache jetzt gerade hier meine Soße. Ich habe hier gerade... Weißt du, warum ich die Butter alle benutze? Die Kartoffeln basiert durch den Sieb. Weil die sonst schlecht werden. Und dann werde ich das mischen hier mit der Brühe. Ja? Dann kommt noch der Senf dazu. Sag mal, wo kommt denn der Wein hin? Der ist zum Trinken. Ach, das ist eine gute Idee. So. Das sieht schon gut aus, ja. So, ich glaube, das kann man runternehmen. Ja. Und kannst du Majoran noch reinzupfen? Wäre schon schön gewesen, wenn das sauber gewesen wäre. Ja. So. Für die Soße habe ich jetzt hier einfach Kartoffeln, Knoblauch, Schalotten, Hühnerbrühe, erstmal gekocht, schön weich gekocht, ja. Jetzt kommt dazu noch der Senf. Weißt du, da kann man immer noch Sahne, da kann man extra. Und zwar haben wir hier diesen Bomberni-Senf, das ist ein ganz grober Senf hier. Ja. Das ist gut. Ja, das ist kulinarische Flickschusterei. Also was? So, geil. Du bist einfach der Drei-Sterne-Koch. Du machst das gleich. Ja, Johann, also, ich sollte damit mal in so einem, wie heißt das, als Animateur auftreten im Urlaub. Sag mal, du bist total bekloppt, wirklich.
Also so eine Nachspeise, auch von den Farben, ne? Habe ich letzte Mal 1973 in der DDR gesehen. Das sah auch genauso aus. War auch alles ein Stück hinterher. Ja, 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 lass da mal hart werden. Ne? Ich habe letztes Mal die Gläser abschlagen müssen. Ja, ja. Ja. Stell dir mal vor, jetzt sitzt im Restaurant, kommt der Kellner mit so einem Glas, der hat nicht alles. Ja, aber auch in der Stromburg ist natürlich so ein Glas für 8 Personen. Da darf man nicht vergessen. Ne? Oh, ja. Moin, ist Kartoffeln. Also ich muss schon sagen, das sieht ziemlich scheiße aus. So, jetzt tun wir da den Kühlschrank. Ja, ich weiß, das hilft. Herr Lafer? Ja, die Kartoffeln, guck mal, wie schön. Passt. Die sind super schön. Aus jetzt. Ja. Zeig mal, sind die schön? Sehr schön, guck mal. Oh, die sind aber sehr schön. Oh, ja? Das geht nicht. Das müsste ich hinlegen, was vielleicht gar nicht. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Was ist denn da nicht so? Da unten ist das hier rechts. Hier rechts. Ja. Hier ist ja der Vorrat von meinem Bier drin. Vielleicht sollten wir die wirklich lieber hinlegen. Meister bleibe ich. So, sehr schön. Klasse, ne? Das schmeckt super, das sieht toll aus. Ja, ja. Vor allen Dingen ist das Bier lecker, weißt du? Ja. Damit dem Dessert nichts gibt, können wir uns damit immer noch trösten. Nee, da werde ich. So, und jetzt zeigen wir mal, wie unser Fleisch hier vorne bei dieser Wunde. Möchtest du mal reingucken? Ja, gerne. Oh ja. Ja. Sehr lecker. So, und das ist etwas, was ich ganz besonders liebe. Und zwar, wenn man Obst mit etwas Deftigem zusammen macht. Weil das allererste Gericht, was ich jemals im Fernsehen machen durfte, habe ich von meiner Mama. Das war Birnen, Bohnen und Speck. Kennst du auch, ne? Ist das nicht herrlich? Wenn du so schöne Birnen hast auf dem Speck und dann unten drunter die Böhnchen und dann in einen Bräterchen reinlegen, das schmeckt. Und selbst wenn es scharf gewürzt ist, das ist das Bierchen danach der Hammer. Ehrlich. So, und jetzt ist das schon fast gar. Das heißt, wir können uns schon überlegen, ob wir gleich anrichten. Der Porree habe ich eben schön angebraten. Mit einem Tropfen Butter und dann in der eigenen Brühe bei ganz kleiner Temperatur garen lassen. Die Soße, das Himbeergelee, Quatsch, das war ja gar kein Himbeergelee, ne? Das war dieses wunderbare Hagebuttenmarmeladchen. Da habe ich erst die Hagebuttenmarmelade mit ein bisschen Butter, schön aufgerührt, ein wenig Milch und Sahne. Gewürzt habe ich es mit Chili, mit Paprika, Salz und ein bisschen Pfeffer. Jetzt möchten wir das Ganze schon mal probieren, wie das schmeckt. Sag mal. Ja, Johann? Anni, du hast doch mal. Willst du mal probieren? Gut. Da muss man ein bisschen Salz rein, finde ich. Eine Ente, ja. Die Ente musst du bei mir noch mal fliegen. Warum? Ich habe eine Salzmarke. Warte, nicht so. Ganz gut. Okay, was darf ich dir jetzt mal den Fisch zeigen? Johann, zeig du den Fisch. So, guck mal, jetzt nehme ich den mal raus hier. Jetzt zeige ich mal den Zuschauern, was heißt Fisch zu garen. Jetzt zieht man erstmal da oben die Haut ab. Schau, wie die abgeht hier. Schau her. Ja, leck mich, Sack. Schau her. Der Fisch ist, man kann dann auch noch oben hier dieses Graue ablösen. Weil ist das Graue, Johann? Das ist innen, das ist so das Fett quasi. Das Fett? Ja, genau. Siehst du hier ablösen? Sieht sich das nicht voll fett, wenn du das bei so niedrigen Temperaturen in den Nein, Öl nein, machst? Nein, 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 nein. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Weil das... Weil der Fisch von vornherein schon fett ist und der kein Fett mehr annehmen kann. Ach so, ja. Schau her, jetzt schön würzen. Obwohl, das ist ja... Mit Salz und Pfeffer. Willst du mal schick probieren? Gerne, Johann. Probier mal hier. Weil ich kann ja jetzt nicht mehr fett werden, weil ich habe ja schon Fett. Probier. Magst du auch? Gerne. Na, ich kenne Salat. Falscher Teller. Ach so. Nur bei dir. Ach, du liebes Besser. Das gibt Ärger, das kenne ich. Oh, oh. Boah, Johann, der Fisch ist der Hammer. Das ist der Hammer. Probier, komm her. Das ist der Hammer, Hugo, den musst du essen. Sehr gut. Ja, das ist ein ganz trockener Fisch. Das ist keine Gelbschwanzforelle oder was das auch immer war. Probier. Boah, ist halt lecker, Johann. Super lecker. Also jetzt mal ganz ohne Blödsinn. Ich muss dich dafür mehr als loben. Der schmeckt, ha? Ja, Wahnsinn. Das ist zum Fisch gar nicht Sensation. Der Fisch wird super saftig. Also wenn er mal nichts kann, aber kochen kann er, ne? Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Johann, kannst du mir das heute Abend noch mal im Zimmer ganz in Ruhe zeigen? Ja, wie mach das nachher für dich? Weil 72 Grad haben wir generell unter der Bettdecke. Natürlich. Das kannst du im Prinzip kannst du den Fisch ja mitnehmen. Musst du nur mit der Schokolade aufpassen. Vor
vor allem, wenn Tropfen dran kommen. Natürlich. Ja. Ja, kaputt, ne? Sag mal, was? Das ist eine Kochsendung, bitte. Ja, ja, da, ja, du kochst doch, Johann, du kochst doch. Ich habe auch was fertig. Also die Soße ist zumindest sehr interessant. Ja. Möchtest du mal probieren, Hugo? Gerne. Oder willst du den Geschmack vom Fisch nicht versauen? Nee. Probier mal. Hast du schon genug Wein? Soll ich das Glas nochmal voll machen vorher? Nee, lass mal. So, schön geht doch. Man muss sich das natürlich vorstellen. Ne? Ja, es ist warm. Es ist sehr, sehr warm. Ja, ja. Du musst dir natürlich vorstellen, nachher mit dem Fleisch zusammen und alles. Ach, das soll ich mir jetzt vorstellen? Versuch dir mal vorzustellen. Du hast jetzt Schweinefilet im Mund. Mhm. Und wonach schmeckt das? Klebstoff. Klebstoff. Ich wusste, dass Johann kommt, weißt du? Ich wusste, dass der kommt. Johann, nein! Ach so! Komm mit! Komm. Hier, ich dachte, der schmeißt mir das Ding ein, weißt du? Das kannst du nicht essen, oder? Nee. Ja. Guck mal, das kannst du nicht essen. Hat sie gesagt? Ja. Doch klar, das ist deine Schwester. Pass mal auf. Sag mal, das ist doch nicht einmal zum Dessert geeignet. Doch, Johann. Wenn du das über die Schokoladenmus tust, wird die Schokolade wieder acht. Also mal ehrlich jetzt, Hugo, was meinst du? Ja, das ist was süß, ne? Das ist was süß, ja. Und ein bisschen klebrig. Ja, ja, da liegt ja der Marmelade. Ach so. Vielleicht hätte man die weglassen sollen. Ja, meinst du, ich hätte mehr Sahne reintun sollen? Keine Ahnung. Dann war es die Milch. Ich rette das mal eben, ja? Weil ich habe da ja noch so ein paar Geschichten. Was kommt denn jetzt da rein? Butter. Butter. Nee, also. Nein, nein, keine Butter, Johann. Nein, ich habe eine Idee, Horst. Guck ja? mal hier. Ja, ich, nein, nein, kein Wasser bitte, Johann. Weil ich weiß, dass ich das mit dem Porree... Nicht so, das ist so süß. Nein, das kriegen wir hin. Warte ab, Johann. Ich habe hier vorne Leute, die kenne ich von früher und die sagen gleich, dass das lecker ist. Warte ab. Komm, zieh raus. Zieh einfach raus. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Wenn ich das rauskriege. So, ein paar frische Kräuter. Okay, hier vorne hinter, ja. Dann anrichten. Guckst du mal nach unseren Gläsern, ob die noch im Kühlschrank stehen. Hast du schon Löffel für mich? Ja, klar. Jo. Ja, stehen noch. Ich habe hier noch schöne Blüten. Guck mal, schöne Blüten noch. Sehen auch sehr schön aus momentan. Möchtest du drüben mal irgendwas bei Johann Mopsen zum Probieren? Weiß ich, ich würde gerne mal die Kartoffelchen haben. Ein so ein Kartoffelchen zum Probieren. Auf die Soße. Auf die Soße. Genau. Wo sind denn die Kartoffelchen? Guck mal da. Ach so. Oh, ich mache jetzt die Soße drauf. Da hole ich jetzt den. Kann ich schon mal den Tisch stecken, glaube ich, oder? Ja, klar. Mm. So, schön die Soße drüber. Teller oder sowas? Ah. Teller? Hier unten. Also, Pommery-Sem-Soße mit Kartoffeln, da unten Brühe, Knoblauch, Salz, Schalotten, gut abgeschmeckt, mit ein bisschen Zucker drinnen. Und jetzt machen wir drüber ein bisschen Schnittlauch noch hier. So. Und dann haben wir noch ein bisschen Kerbel zur Garnitur, habe ich auch irgendwo gehabt. Bist du fertig schon? Ja, so gut wie. Ah, hier ist doch der Kerbel. Glas ist ja auch. Der Glas? Nee, für die Kartoffel. So, und ich würde sagen, wir fassen mal kurz zusammen. Liebe Anja, guck mal hier, oder zeig mir das mal den Zuschauern erstmal. Guck mal her. Ich bitte um einen Sonderapplaus für diese wunderschönen Dalecha-Kartoffeln. Das ist toll, Dagmar. Hast du mal eine Gegend vom Haus? Und daneben haben wir hier diesen wunderschönen Fisch. Gelbschwanzmakrele mit Pommery-Senfsoße und Blutwurstkröstel. Dankeschön. Alles ist fertig soweit. So. Können wir nach vorne kommen? Da ist unser Platz. Dankeschön. Ich bin schon mal an, wir zwei. Du stellst es bitte dahin. So. Weißt du, jetzt müssen wir nämlich auch anrichten. Der Johann macht nämlich da vorne wieder Druck. Weißt du? Ach so. Ja, ja. Magst du schon mal die Dessertgläser hinstellen? Sag mal, es sind nur zwei, wir sind aber vier. Du siehst das nicht. Weil das Publikum will ja auf jeden Fall Dessert haben, aber ich habe die Befürchtung, dass der Hauptgang hier weitaus süßer ist wie unser Dessert. Wem gebe ich denn die jetzt? Die stellst du bei uns auf die Seite. Meinst du? Weil den müssen wir heute nicht teilen. Glaube ich. Also, ich muss sagen, ich habe auch keine Lust drauf. Kommt da noch jemand? Nee, sind nur wir zwei. Also vielen Dank, dass ihr da bei uns wart heute. Wir essen schon mal, ja?
Cool, kannst du schon mal schätzen. Ich komme direkt hinterher geschossen. Soll ich irgendwas hin? Hier ist deine Kartoffel. Soll ich dir die mal hinten hinstellen? Ja, stell mir die schon mal hin. Ja. Komm, Hugo, ich schon mal was. Diese Sterne-Arroganz. Wir sind schon fertig, weißt du? Unglaublich. Das einzige Gute ist, dass Johann immer genug Dekomaterial mitbringt. Da brauche ich mich nie drum kümmern, weißt du? So. Johann, siehst du, bei mir im Teller fangen die Blumen nochmal neu an zu blühen an. Hier. Wo musst du sitzen? Du musst da sitzen. Ich muss da sitzen. Ja. Magst du einen Rotwein haben? Ja, gerne, wenn schon. Ich meine, wenn ich mir das angucke, sollte ich vielleicht viel... Viel Rotwein trinken. Danke. Also Johann, ich muss sagen, mit deinen Blumen, oh, man merkt immer wieder, dass du bei Fleur Op de Lehre gemacht hast. Das ist unglaublich. Also ich glaube, ich zum ersten Mal, dass ich dann Essen hier probiere in der Sendung, aber heute mache ich das mal, weil da bin ich jetzt gespannt. Das muss ich jetzt mal testen. Du bist sehr mutig, Johann. Ja, klar. Komm, da trinke ich vorher einen Wein, bis ich mir das nachher anhöre. Kommt liebe da. Anja. Ja, genau. Zum Wohl. Erstmal zum Wohl. Hörst du mich da hinten? Ich hätte gerne dein Urteil erst nach dem Abspann. Wäre das so? Nein. Ihr Lieben, es war traumhaft, dass ihr heute alle da wart und guckt nächste Woche Samstag wieder. Nix. Nein? Jetzt fällt er gleich hin. Es war selten so viel Ruhe. Das erinnert mich an meine Kinderkommunion. Was war da? Machen wir übernächste Woche. Dann haben alle vergessen, was ich gemacht habe. Johann, also ich muss ganz ehrlich sagen. Also ich muss wirklich sagen. Ich habe dich sehr lieb, Johann. Ich dich auch. Aber ich muss dir eins sagen. Johann, ich bewundere dich. Liebe Zuschauer. Du bist mein Idol, Johann. Der Mann ist ein Phänomen, wie man aus so unterschiedlichen Geschmacksrichtungen etwas Essbares noch machen kann. Prima. Also. Ja. Anja. Ihr Lieben. Hugo. Johann. Und liebe Zuschauer. Danke schön. Auch dieses Rezept von Horst finden Sie auf den ZDF-Internetseiten. Bis zum nächsten Samstag oder bis demnächst. Tschüss. Es war lauf für dich der Lecker. Ja, und es war ein Traum. Dankeschön. Ja. Tschüss.